Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es ist ein schmerzliches Wort, mit dem wir dieses Jahr beenden. Es wird immer gelesen am letzten Tag des Jahres aus dem ersten Johannesbrief. Und es geht nicht nur darum, dass das Stichwort ist, vielleicht ist es so ausgesucht, meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Das spielt für uns Christen ja nicht eine besondere Rolle. Christen leben immer in der letzten Stunde. Aber das Schmerzliche ist die Rede vom Antichrist. Es gibt immer wieder Zeiten, da hat dieses Wort Konjunktur. Und leider, leider Gottes sind wir in der Kirche auch gar nicht sparsam damit, dass wir immer gleich wissen, wer das ist. Dass wir sehr klare Zuweisungen haben. Es taucht immer wieder auf. Unsere Zeit ist im Moment auch gerade all die innerkirchliche Unsicherheit und die Flügelkämpfe, die es dort gibt, Gruppierungen, Allüren, alles das, das eigene Süppchen, das man kocht, all diese Zeiten sind anfällig für die Rede vom Antichrist. Und eigentlich ist die konkrete Zuweisung immer verwerflich. Denn sie geht vorbei am Schmerz, den der Apostel hier ausdrückt in seinem Brief. Es ist ein tiefer Schmerz, der sich hier offenbart, eine klaffende Wunde. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns. Das ist der Schmerz um Spaltungen innerhalb der Kirche, um jede Spaltung. Es ist keineswegs die Leistung des Protestantismus, den Antichristen klar zu benennen, das ist der Papst in Rom. Es hat vorher in der Kirche angefangen. Die erste Synode, die dazu spricht, ist 911 abgehalten worden über Johannes den 15. Die spricht schon vom Antichristen. Und es sind die Franziskaner-Spiritualen des 13. Jahrhunderts, denen die Päpste zu reich waren, und die sprechen vom Antichristen. Und das ist das Erbe, das der Protestantismus dann antritt und verschärft. Also, sie sind aus unserer Mitte gekommen. Dieses kleine Beispiel zeigt, wie es geht, wie es aber nicht gehen darf. Und es beginnt oft ganz klein. Statt dass wir lernen, der Apostel würde sagen, in der Wahrheit zu leben. Wir haben gestern diesen wertvollen Hinweis bekommen, als er uns zurief, ihr Kinder, die ihr am Anfang des Glaubens steht, eure Sünden sind euch vergeben. Sie werden nur vergeben in der Gemeinschaft der Kirche, wie es der Auferstandene am Ostertag den Aposteln zuhaucht. Wie es im Kapitel 20 desselben Apostels in seinem Evangelium steht. Er trat in ihre Mitte, hauchte sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Daran erinnert der Apostel in seinem Wort. Wir haben das gestern gehört. So auch hier. Wir finden zur Wahrheit des Evangeliums und zur Wahrheit Jesu Christi nur in der Gemeinschaft der Kirche. Trotz aller Entstellungen, die durch Einzelne geschehen. Trotz der Sündhaftigkeit, die durch Einzelne geschehen, ist der Kirche als Ganzes eben Unfehlbarkeit, Wahrheit, Gegenwart Christi zugesagt, sakramentale Wirkung zugesagt. Und wir merken schon gleich, wie bei uns selber die feinen Haarrisse beginnen. Und es ist, glaube ich, eine der größten, wie soll ich sagen, Verletzungen oder schlimmen Zustände und krisenhaften Erscheinungen, dass wir eben keinen Begriff mehr von der Kirche haben. Und auch junge Menschen, die in die Kirche hineinwachsen wollen, keinen Begriff, das heißt keine Wirklichkeit von Kirche mehr haben. Denn es beginnt ganz klein mit den feinen Haarrissen, mit den Allüren, die man dann hat und die nicht korrigiert werden. Bei den jungen Priestern etwa. Und manchmal auch bei alten Eseln, hätte ich fast gesagt. Die dann immer meinen, sie wissen alles besser als das Ganze. In der Wahrheit bleibt nur, und dieses Antichristentum wird verhindert, wenn wir das glauben, was die Kirche glaubt, wenn wir das beten, was die Kirche betet, wenn das gelehrt wird, was die Kirche lehrt. Nichts anderes. Nichts anderes. Keiner kann so gut beten, dass er besser betet als die Kirche. Keiner kann Gott so gut lehren, dass er besser lehrt als die Kirche. Keiner kann besser glauben,
als es die Gemeinschaft der Kirche tut, nicht, um noch einmal die Görs zu zitieren, nicht das, was sich jetzt so als katholisch herumtummelt, sie sagt es ja, danke, darauf könnte ich verzichten, sondern die Gesamtheit der Kirche. Das, was in den Tagen der Apostel wurzelt. Wir hören die Stimme der Apostel. Wir hören den Apostel Johannes in seinem Brief im Evangelium. Darin wurzelt alles und entfaltet sich durch die Zeit. Auch durch unsere Zeit. Aber in der Gemeinschaft der Kirche zu stehen, heißt, niemals diese Wurzeln aufzugeben oder zu denken, wir seien heute so viel klüger, so viel intelligenter, so viel erleuchteter, so viel psychologisch geschulter, als wüssten wir alles besser. Das ist nicht nur mangelnde Demut, sondern ein glatter Ausweis, ein schriftliches Zeugnis für pure Dummheit. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns, denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Das muss unser Bemühen sein, selber dabei zu bleiben und die anderen mitzunehmen. Denn, auch das sagt der Apostel, ich schreibe euch, dass ihr die Wahrheit wisst und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt. Wir dürfen wissen, wo der Ort der Wahrheit ist. Aber es gilt jeden Tag unseres Lebens neu, sich in sie einzuüben und auch mit allen Schattenseiten des eigenen Lebens dort hineinzubringen und sich in den großen Bau einfügen zu lassen.